So Leute, es geht weiter mit der Schlacht in Kiew. Jetzt müssen wir im Finale kommen langsam. So, guten Tag, Herr General. Sie sehen aus, als könnten Sie Ihren nächsten Einsatz kaum erwarten. Dann werde ich Sie gleich mit der Einsatzbesprechung beginnen gleich. Verlassen Sie Ihre Stellungen bei Sukusovaka und Intulukiki und schließen Sie endgültig den Kessel um Kiew. Anschließend nehmen Sie Kontakt mit unseren italienischen wie rumänischen Verbündeten auf. Erwarten Sie Ausversuche der eingekesselten Truppen an ihren westlichen Flanke, die erneut vor Einsatz aus dem Osten unterstützten Kessel sprengen wollen. Mittlerweile dürfte die Moral der Kampfkraft der eingeschlossenen Truppen weit genug gesunken sein, um im Falle eines Angriffs erfolgreich zu sein. Sie haben nun die Erlaubnis, Kiew zu stören und den verbleibenden Widerstand zu brechen. Sollte sich die Gelegenheit dazu ergeben, benachlässigen Sie dabei allerdings nicht Ihr Primärziel, die Schließung des Kessels. Viel Erfolg, Herr General. Okay. Ja, die Italiener. Okay. Da werden wir auf jeden Fall helfen, das ist jetzt schon mal vorprogrammiert. Wir schicken hier einen Trupp hin. Mit den Fallschirmjäger-Trupp. Vielleicht für den Italiener sogar da runter schicken. Da unterstützen, weil ich glaube. Okay, und. Das ist in Ordnung. So, hier hin. Die Infanterie. Bewegung. Gehen wir doch eher hier hin und dann wir hier. Pioniere hin. Und das regt. Und die Pioniere kommen dann hier mit. Ja. Dann kommt hier mit. Hier mit. Die Panzer kommt mit. So. Umgeschätzt meinetwegen auch damit, ja. Hier mit. Ja, Hörer, der kommt. Hier hin. Zack. Ja, hier. So, die Luftwaffe. Mega wichtig sein. So, und du kommst. So, dann der KV. Wo ist wieder nach vorne? Die Artillerie. Adieu. Adieu. Hier hin. Und dann kommen wir ihm. Okay. Warum muss es bei mir am ersten Zug immer regnen? Jetzt wirklich langsam sehr nervig. Hier
Okay, hier hin. Okay. Kommen wir hier hin, weil ich glaube, es ist jetzt hier eh gerade komplett sekundär. Gut ist, wir können jetzt die Fallschirmjäger direkt verschicken. So. Wir setzen mal die Infanterie rein, weil hier eine Pack rein, die keine Mitte. Hin. Na ja, gut, Truppen, das ist ja jetzt nicht gerade, ne? Also. Ja, gut, dass ich da was hingestellt habe. Ich hatte schon fast befürchtet, dass da. Oder sich nicht war. So.
Und bleib mal hier, das ist eng. Erstmal so lassen, ja. Drei Schaden. Vier Schaden. Ey, willst du mich verarschen? Das ist ja richtig mies. Boah, das ist ja richtig mies. Boah, was? Hi. Uff. Uff. Okay, dann angefroren. Sehr gut. Weg. Hat der mir gerade hier noch reinpackt. Ja, das ist jetzt auch da oben in so ein Dilemma hier, ne? Ja, komm. Jo. Ich glaube, hier ist nicht gut versucht. Okay, wir machen aber hier jetzt vielleicht.
Lass mal hier stehen. Okay. Okay. Auf die Pack? Ja. Upsi. Immer noch gut gelaufen. Ich habe jetzt eigentlich auch keine Stucke hier in der Nähe, deswegen grüße ich jetzt darüber zu spielen. Da hinten einen ab. Ja, das macht best hier einen ab. Jägerverband. Okay. So, das heißt, hier geht jetzt. Kommen wir hier rein. Okay. Komm mal hier hin. Bei Truppen brauche ich jetzt hier in dem Gebiet, da habe ich. Nein!
So. Ah, der hat gerade was ganz Linkes versucht, der Junge. Okay, okay. Aber ich kann jetzt eigentlich den Panzer auseinandernehmen. Weil wenn er so dumm ist und meint, sich da reinzustellen. Der gibt. Ne, er gibt. Machen wir ganz kurz das Gebiet. So, dann. Gehen wir jetzt hier vor. So. Gefährlich. Na ja, gut, dann müssen wir mal gucken. Ist aber gefährlich. Aber er ist gerade auf meinen Grenadier da hinten. Okay. Bin überrascht, dass er nicht versucht auszubrechen. Hier die Stellung halten. Ah, das ist so ein Kotzen. Jetzt muss natürlich schlechtes Wetter sein, gerade jetzt. Ja.
gehen. Mal jetzt hier drauf. Dann vielleicht schon hier drauf, muss ich mal gucken. Dann mal sehen. In der nächsten Runde hier die Offensive starten. Ja. 3-5. Okay. 1-6. Okay, das ist der T-34 wieder hinten. Aber volle Rotze in den Hinterhalt. Das ist ja jetzt noch besser. Denn jetzt komme ich an die Arterie ja ohne Probleme ran. Und jetzt hat er das Ding noch untergeklappt. Ja, grandios, perfekt. Gerade sein Schicksal selbst besiegt im Angriff. So. Nein. Was machen wir dann? So. Hat er noch gar nichts gemacht.
Okay, er hat ihn hochgeklappt. Ja, klar, musst du jetzt machen. Musst du jetzt was machen. War ja klar. So. Jetzt holen wir uns hier von der Seite. Hat uns ja wunderbar frei aufgemacht. So, dann ziehen wir mal die Italiener hier runter. War hier eine Flak? Ja, hier war eine. Okay, wir räumen erstmal hier die Stellung. Die haben eigentlich auch hier ein. Haben noch den Flugplatz hier, ja. Gut. Mal hin. Da lebt ihr noch mit rein. Muss es mal so sehen. Ja. Durch. Haben wir. Dann ziehe ich die Luftwaffe hier runter. Ah, wir können eigentlich hier bleiben. Der Jäger hat er da oben. Ach Mist, stimmt, du bist so eine Art-Story gemacht, dass du das kann ja nicht. Noch eine Art. So, ja, das hier oben ist erledigt. Hier stehen wir eigentlich auch ganz gut. Warte mal an. Will ich heute mir nochmal ein. Jetzt kommt der T-34. So, ja. Oh, das ist ein anderer T-34 gewesen. Der war ganz schneller weg wohnen. Ah, da war auch noch ein T-34. Also da zwei T-34, korrekt? Ja, hier oben haben wir jetzt so ausgesehen. Okay, komm mal her. Okay,
Sehr schön. So. Geil, noch ein Jäger rum. Und das ist der, wo ich eben abgehauen bin, glaube ich. Ja, das kann nur der sein. Okay, haben wir den Flugplatz hier? So, damit wird die Linie hier auch geführt. Ja, und ihr wartet hier. Und... Okay, hat ihn mal gekillt. Sehr schön. Okay, hier ist Moa. So. Hier die Flanken an. Ja, das war natürlich voll erfolgreich. Nein. Ja, läuft. Das läuft richtig gut gerade wieder. Das läuft gerade wieder richtig gut. Nee, das. Wir warten. Sehr schön. Einfach herrlich machen. Einfach ein riesen Spaß. Thank you.
Schlecht. Schlecht. Nein. Aber das ist eigentlich uninteressant. So, dann würde ich sagen, die Kesselschlacht von Kiew war ein voller Erfolg. Ausbruch gab es hier eigentlich keinen, also hat es nicht mal versucht. Ja, aber mit dem Mord. Sehr zufrieden. Lustreich. Okay. Gut. Kiew haben wir. Perfekt. Hat dabei geklappt. Eine Gruppe auf Kiew konzentriert, somit hatten wir dann die westliche, kam vom Westen halt nichts, was uns entgegenkommen konnten. Osten haben wir das auch schon im Griff gehabt. Süden war noch ein bisschen Widerstand, ja, hat auch ein bisschen weh getan. Und gegen Ende wieder mal so ein bisschen der Aufklärer. Das ist die gewesen von allen, aber im Großen und Ganzen haben wir auch das mit der Luftwaffe gut in der Kontrolle. Bis jetzt, aber das mit der Luftwaffe ist echt momentan, läuft noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Absolut nicht. Da müssen wir mal gucken. Gut, da haben wir vergessen, die Jäger sind halt auch noch, halt noch ein bisschen andere Jäger halt auch, weil halt noch die erste Generation, aber die zweite gefällt mir nicht. So viel Sprit. Eine Verteidigung mehr. Zwei Angriffe herzugeben. Nee. Vielleicht kann man mal gucken, bei einem, der wo Angriff plus zwei ist, was vielleicht da machen kann. Da wäre vielleicht so die Überlegung. Okay, mache ich mal ganz kurz noch. So. Leute. Was für ein triumphaler Abschluss in der Schlacht um Kiew, Herr General. Sämtliche zum Einsatz angetreten sowjetischen Truppen finden sich auf dem Rückzug, während sich die angekesselten Einheiten ergeben haben. Das Oberkommando lässt Ihnen die herzlichen Glückwünsche zu Ihrem Erfolg übermitteln. Zwischenzeitlich wurden Sie wieder der Heeresgruppe Mitte zugeteilt, die bald den Angriff auf Moskau aufnehmen wird. Ich persönlich muss sagen, es war eine Ehre für mich, Sie auf diesem Platz begleitet zu haben. Sollten wir je die Gelegenheit haben, wieder miteinander zu arbeiten, wäre es mir eine große Freude. Auf Wiedersehen, Herr General. Ich wünsche viel Glück. Und Leute, das war's von Kiew und wir sehen uns dann ja wieder bei der Heeresgruppe Mitte. Dann geht's los mit der Schlacht um Vorbereitung der Schlacht um Moskau. Aber lasst ihn mal beim nächsten Mal. Das war's von dem Part. Bis dann und ciao.